Ja, moin moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder in Dresden-Klotsch unterwegs, Briesitzgrund und so weiter. Ja, heute geht es zur Ludensruhe. Ja, hier düsen wieder die Radfahrer wie in die Gesenkten durch den Wald. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja gut, ja, es sind ein paar Meter. Wir müssen quasi wieder in die andere Richtung, wo zum Briesitzwasserfall, dort vorbei. Dort brauche ich aber heute bestimmt keinen Zwischenstopp machen. Da wird die Hölle los, wenn im wahrsten Sinne des Wortes. Weil hier ist ganz schön was los. Ich möchte jede Sekunde zum Film ausnutzen, wo mal keiner zu sehen ist. Und ja, ich melde mich dann wieder am nächsten Punkt. Hier gibt es viele, viele Brückchen. Ich finde das irgendwie geil. Auf jeden Fall ein paar Bilder wert hier. Hier geht's die Treppe hoch. Das ist die Frage. Wir hier hoch müssen. Ich laufe erstmal noch ein paar Meter weiter. Aber das ist noch zu flach hier oben. Es liegt auf dem Hang. Und sonst muss ich noch mal die Map befragen. Aber ich finde den Weg jetzt erstmal genial hier dahinter. Dann gucken wir uns natürlich erstmal an. Ach, hier geht's hoch, guck. Ja, zumindest ein Stück. Die Weste drunter, weil in der Stadt war es ziemlich frisch, jetzt beim Laufen wird es wieder warm. Oh, yeah, hey. Wir laufen Weg achten, wegen Gequatsche hier, das ausrutscht, hä? Hier geht es eine Treppe hoch, das könnte bald wirklich dorthin gehen. Aber die Treppe ist verdammt alt. Ich werde mal auf die Map gucken kurz. Ja Leute, ich habe mich leider verfranst. Ich muss zurück. Und zwar auf der anderen Seite. Weil die Standort Google Map hinterher hing. Und ich war zu schnell. Ja. Das heißt nochmal zurücklaufen. Aber diesmal finde ich das Ding und auf der anderen Seite hoch. Mal gucken. Wäre so geil gewesen. Aber da habe ich mich wieder aus dem Konzept bringen lassen, wie das halt so ist. Aber da können wir nochmal hier schön den Weg uns begutachten. Hat ja auch was Gutes. So Leute, hier müsste ich jetzt aber wirklich zur Ludensruhe gehen. Ich musste ein ganzes Stück zurück und ja, da. Es geht aufwärts. Jedenfalls ist die Treppe relativ neu. Ja, genau den Weg hier kann ich jetzt nicht filmen, weil Leute hier sind. So, die Ausrüstung drückt ganz schön in den Rücken. Das ist eine Bank. Da gucken wir mal, ob ich mich mal umdrehen kann. Was mache ich hier für euch schon wieder? Können wir uns umdrehen. Von dort, von der Brücke musste ich hoch. Bin ich letztens dran schon vorbeigelaufen. Ja, das geht in die Beine, sag ich euch. Aber ich wollte es wissen. Na gut, da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass hier oben viel los ist. Wenn ich meine Ruhe habe auf der Ludensruhe. Hoffe ich. Ach Gott,
ist das anstrengend. Gut. Ganz schöne Steigung, wenn wir überwunden haben. Runterzupfen lustig, haha. Mal gucken, ob es einen anderen Weg gibt. Ach, ich bin heute noch zum Kaffeetrinken eingeladen. Mal gucken, ob ich das packe. Sagi, was machst du wieder? Aber ich wollte das Ding finden. Ich wollte es für euch machen und für mich selbst. Ich habe das versprochen. Meine Versprechen halte ich in der Regel. Wenn nicht das Böses dazwischen kommt. So. Gut. Das ist eine Bank scheinbar. Aber das war da als Hütte ausgewiesen. Aber jetzt sind die Hütte weg. Ich habe mich auf die Hütte eingestellt. Vielleicht das geht nicht. Da ist er. Guckt. Bitte, guckt. Ja, jetzt wird er erstmal schnabuliert ordentlich. Gucken, ob ich hier unten genug Platz habe. Oh Gott, ist das anstrengend. So. Ja. Oh Gott, ist das anstrengend. Mein Schnürsenkel, da hängt er halb acht, deshalb sehe ich jetzt erst. Das ist uncool. Ach, guck an. Hier hängt sogar was, guck mal. Hier kannst du. Ja, mal gucken. Dr. Wald, könnt ihr das lesen? Soweit, ja. Gut, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal meine Mahlzeit auf, mein Essen. Und ja, wird es schon ganz anders, wenn ich dort runter gucke. Wenn ihr das so seht. Okay. Gut, ja, wie gesagt, ich packe erstmal mein Essen aus und sehen wir uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, ich bin schon ein bisschen fertig mit Essen, weil, ja, sehr viel Ruhe hatte ich ja leider nicht gehabt. Aber, na gut, haben jetzt bloß meine Salami-Schnitte und ein bisschen Gurke reingezogen und, ja, trinke in Ruhe noch meinen Kaffee aus und dann werde ich wieder Richtung Heimat machen. Mal gucken, einen anderen Weg vielleicht noch. Noch habe ich ein bisschen Zeit, bis ich zum Kaffee trinken eingeladen bin und... Ja, dann wieder aufräumen, weil das Wetter ist auch jetzt, ja. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und was ich noch so finde, ja, dann räume ich mal nach meinem Kaffee hier wieder alles auf und ja, schauen wir mal. So, ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Sehr viel Ruhe hatte ich nicht. Und, also, erster Mai-Feiertag heute. Und mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Mal in die andere Richtung, hier ging es ja noch weiter irgendwie. Wenn ich mich nicht irre. Ja, hier geht es runter. Und hier geht der Weg rüber. Wir gucken mal, wo es hier rüber geht. Wie sind die mit den Kinderwagen hier hochgekommen? Das geht doch gar nicht. Gott, Leute, mit den Kinderwagen hier. Das geht doch gar nicht. Das sind das Kinder, die hier hochgeschleppt haben. Ja, gucken wir mal. Hier scheint aber auch ein Weg lang zu gehen. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung da runter, würde ich sagen, ja, ich laufe den Weg zurück und ja, in der Hoffnung noch ein bisschen Ruhe zu finden, weil auf dem Hauptweg ist mir ehrlich gesagt zu viel los heute, ja, das war dieses Mal ein kurzer Ausflug gewesen, ja, ich wollte es ja nochmal, wie gesagt, für euch den Aussichtspunkt hier besuchen. Wo ich mich letztens vertan hatte, das passiert ja. Und mal schauen, was ich dann im nächsten Video für euch habe. Eine Tour ist jetzt noch in der Dresdner Heide geplant. Eine größere, aber die wollte ich halt nicht alleine machen. Und
ja, dann sind schon neue Touren in Planung, auch noch hier die Gegend, also ein bisschen weiter drüben Richtung Moritzburg auf jeden Fall. Das so viel verrate ich schon mal. Ja, und wenn das alles durch ist, mal gucken, geht es dann in die Sächsische Schweiz. Dann müsste ich eigentlich genug trainiert sein. Rein theoretisch gesehen, wenn ich dazwischen komme mit gesundheitlichen so, dass wir dann die größeren Touren machen können. Aber wie gesagt, allein ist das Mist. Da brauche ich auf jeden Fall noch jemanden dabei. Da kommen schon ein paar Leute in Frage, aber es kommt darauf an, wie es halt mit der Zeit aussieht. Ja. Weil dann allein in der Berge rumkraxeln wollte ich eigentlich nicht. Schon aus sicherheitstechnischen Aspekt. Das ist doch besser, wenn du zu zweit bist halt. Genau, ja, ich würde sagen, wenn jetzt nichts mehr Interessantes kommt, dann verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle Follower. Ja, und Bilder wie immer im Anhang. Und wenn es noch was Interessantes gibt, natürlich auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, liebe Leute, ich habe nochmal die Kamera angemacht. Bin hier ein bisschen lang gelaufen und ich habe hier was entdeckt. Das Loch hier könnte, ich wiederhole könnte, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer sich damit auskennt. Das kenne ich nur von früher, weil er war früher Militär. Und das könnte hier, wie gesagt könnte, ich bin mir nicht sicher, deswegen könnte, ein Platz zu einer Geschützstellung gewesen sein. Entweder aus dem Krieg, oder Nachkriegszeit. Weil ich weiß, dass hier oben im Wald früher Militär gewesen ist. Also es ist nicht verboten, es ist alles frei zugänglich hier. Weil die Löcher sehen mir relativ unnatürlich aus. Obwohl da eigentlich das Übungsgelände weiter, viel weiter drüben lag, ist jetzt auch frei zugänglich, es ist keine Sperrzone mehr. Aber es könnte, wie gesagt, ne? Wer sich damit auskennt, mal bitte in die Kommentare schreiben, von dort bin ich gekommen. Und hier geht es jetzt weiter. Ja Leute, ich habe ja noch was Interessantes gefunden. Und zwar könnte das auch eine Art Stellung gewesen sein. Wenn man sich das mal so anguckt, also das Loch ist definitiv nie natürlich entstanden. Und hier war ein leichter komischer Nebel gerade im Wald. Mysteriös, mysteriös. Und kann natürlich auch der Pollenflug von den Bäumen gewesen sein. Ein bisschen unheimlich, muss ich zugeben. So, jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich hier weiterkomme. Theoretisch müsste ich rechts runter. Und mal gucken, ob wir noch was Interessantes an Spuren finden. Ja. Ich müsste theoretisch, müsste dann mal auf die Karte gucken. Aber ich müsste auf der richtigen Pferde sein. Dort ist noch ein Loch. Das sind definitiv Geschützstellungen oder was gewesen hier. Komm, das gucken wir uns mal an. Weil das sieht aus wie ein Krater. Das sieht aus wie ein Bombenkrater. Das könnte wirklich noch aus dem Zweiten Weltkrieg sein, das Zeug hier. Seht ihr das halbwegs? Das ist definitiv ein Krater. Uiuiui, jetzt muss mächtig geknallt haben, ja. Da muss ich mal gucken, ob ich zur Geschichte dazu noch was finde.
Also das Loch ist definitiv hier natürlich. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Kann schon sein, dass hier die... Das ist alles aus dem Krieg noch ist. Also die mit den Bäumen sind ja ein paar Jahrzehnte vergangen mittlerweile. Ist ja doch noch eine interessante Spurensuche hier. Ja.